Okay, also da kann ich tatsächlich nicht sehr viel machen, außer jetzt verteidigen, verteidigen, verteidigen und irgendwie versuchen auszubrechen. Und wenn ich über die Pforte von Rohan nicht komme, muss ich halt irgendwie andersrum. Wird auch schwer. Wenn ich Isengard hätte, Isengard könnte man auch vielleicht ganz gut verteidigen. Also Helms Klamm sollte ich nicht verlieren, denke ich mal. Ist aber trotzdem jetzt schon wieder knifflig, ne? Beide Tore Ich öffnen. bin nicht mehr. So. Was die Arme nicht sehen, das hier euch ins Leben vor. Aber dann bauen wir uns halt hier wieder schön auf. Ist ja auch in Ordnung. Ich bin die Stille selbst. Wenn der sich hierhin teleportiert, ich kann dann stirbt er instant, weil er niedergetrampelt wird. Okay. Arbeitet, oder ihr werdet geknechtet. Cool. Karsch kann niedergetrampelt werden. Hättet ihr das gewusst? Also mir war das neu. Ach du Scheiße. Wenn ich jetzt wegen dem Müll verliere, das wäre echt fies. Na, soll ich? Ich glaube, das passt schon. Das Gebäude ist fertig. Unser Lager wird angegriffen. Oder ihr werdet geknechtet. Unser neues Gebäude ist bereit. Macht euch bereit zu bauen. Auf in die Schlacht. Ja, komm, tötet's doch da. Den da. Der da muss auch weg. Wir haben den Ring verloren. Der hat einen Feuerball auf Gollum geschmissen. Wie geil ist das denn? Okay, cool. Das ist echt cool. Das ist wirklich cool. Das habe ich jetzt so auch noch nicht gesehen. Das ist echt nice. So, jetzt tötet's doch den Mist. Ach, die treffen nicht. Wieso geht denn das Blödtor nicht auf? Macht's doch das blöde Tor auf. Kann es so schwer sein, Tor zu öffnen? Jungs, hallo. Ach, das Ding hier ist... Okay. Lilia, so, der stirbt, der stirbt, der stirbt. Hier bleibt es da an. Nein! So, das stirbt. Der Turm stirbt, das da, das da. Einfach alles vernichten. So, und nachdem wir dann alles vernichtet haben. Ja, den Arm schwach. Okay. Also irgendeinen muss ich vernichten. Irgendeinen Gegner muss ich vernichten. So, und sobald einer besiegt ist, leben aber noch beide. Irgendwie. Also sobald einer vernichtet ist, ziehe ich mich zurück. So. Ist er jetzt tot? Nein. So, Rückzug erstmal. Die Frage ist, soll ich den Flammenzeptermagier hier beleben? Oder nicht? Eigentlich brauche ich ihn hier nicht. Andererseits, unten in Helms Klamm brauche ich ihn noch weniger, weil Helms Klamm kann man auch ganz gut ohne ihn verteidigen. Wir sind hier fertig. Der Feind hat unser Lager erreicht. Unser neues Gebäude ist bereit. Ich komme ja, auf komm. Wir haben ein Gebäude Fürchtet verloren. Mich nicht. An die ja. Arbeit oder ich werfe euch den Wölfen. Das Gebäude zu verlieren ist jetzt nicht so schlimm. Ihr werdet geknechtet. Das ist wirklich okay. Baut für den Hexenkönig. Kann man da hin? Nö. Geht nicht. Geht das? Jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Was geht denn hier ab? Ach mein Gott. Oh, nö, oder? Ah, jetzt auf einmal kann man sie angreifen. Aha. Und? Nee, geht nicht. Okay. Dachte ich mir schon. Was wird wo? Aha.
Ja, nimm erstmal das Gebäude da ein. Katapult gegen Turm, wer gewinnt? Wahrscheinlich eher der Turm. Was machen die denn da draußen? Habe ich nicht gesagt, wir sollen draußen sein? So. Der ist wieder da. Dann bauen wir die Katapulte wieder auf. Ah, jetzt schaut das Tor wieder normal aus. Ich bin auch nicht mehr, was ich war. Trotzdem schlachte ich keine armen Leute ab, also von dem her. Gut, das können wir bauen, die können wir ausbilden. Ja, machen wir erst Bannerträger draus. Erst die Bannerträger. Ja, Bannerträger und dann... Oh nein, ein Lager des Feindes. Also Karsch gegen so Noob-Truppen ist schon ziemlich mächtig. Ja, das ist schon... Wow, jetzt hat er hier... Wow, man kann sogar Patrouillen... Also so Wegpunkte komplett zu Patrouille machen. Das ist ja lustig. Ha, nett. So, da liegt noch der Ring. Boah, den kannst du mal einsammeln. Naja. Ja, soll das Gebäude vernichten? Ist es so egal. Seid wachsam. Du solltest doch den Ring holen. So. Hierher. Jetzt kommt da nicht mal an den Ring ran. Gibt's doch nicht. Ach so, weil der den Ring hat. Gut, dann bringst du den Ring halt rein. Ja, die sterben halt alle weg. So, Dunkelstahlschmiede können wir noch bauen. Die klatsche ich jetzt einfach hier hin. So, wir können keine Truppen ausbilden. Banner Treasure. So, und der steht jetzt da bloß. Haut mit seinen komischen Messern da auf die Ohrgrube drauf. Warte mal, wenn ich den hier hinstelle, dann sterben halt alle, die rauskommen. Boah, ist das mies! Wow! Okay, der Trick ist geil. Direkt vor das Produktionsgebäude, wo der Eingang ist. Man könnte sagen, das ist ziemlich OP. Weil alles, was rauskommt, ist halt nicht ausgerüstet und stirbt instant weg. Da gibt's euch das mal. Da. Also, die sind halt... Stirbt halt weg, ne? Wow, die machen aber gut Schaden. Gut, haben wir verteidigt. Easy. Sehr schön. Weiter geht's. Vornost wird jetzt wieder knackig. 9,38. Das ist in Ordnung. Okay. Aber Vornost... Bah. Bah, nee. Und sie werden es immer wieder versuchen. Und irgendwann, wenn ich Pech habe, wenn ich riesen Pech habe, verkacke ich mal. Und dann schaut's ganz böse aus. Aber ich glaube, ich rotiere wieder eher zur linken Seite und dann rüber. Nach rechts. Das hat letztens gut funktioniert. Und halt ausbilden, ausbilden, ausbilden. Also das erste, was wir jetzt machen, sind hier die Teile holen. Dann machen wir das Türchen auf. Dann gehen wir dahin, dahin. Hotkey ist W. Das ist super. Und dann bauen wir hier Mühlchen und machen hier noch auf T. T, perfekt. Also, erst zum Gasthaus, dann dahin, dann dahin. Und am besten ohne die Katapulte. Ja. Ja, wir verlieren beide Gebäude, das ist das Problem hier. Oh, der hat Reiter. Ja gut, ich hole mir aber wenigstens ein Gebäude schnell zurück. Das sollte dann passen. So. Ja, Gollum interessiert mich jetzt komplett halt gar nicht. Ne? Das holen wir uns sofort wieder, das Gasthaus. Die Türme halten hier noch stark. Also die Türme halten hier gut durch. Das passt. Baut er da ein Schlachthaus? Okay. Das ist lauter. Oh ja, die da müssen ja alle noch ihr Horn blasen. So. Und einer der Hornbläser nimmt jetzt das ein. Das war knapp. So, der Ring des Meisters. Dann bauen wir hier wieder und hier wieder. Der ist gesprungen. Haben die nichts gerufen? Oha.
Was geht denn hier ab? Das gefällt mir mal überhaupt nicht. Okay. Ich glaube, ich mache jetzt hier wieder zu erstmal. Oh nein! Ah, der stirbt. Sehr schön. Das solltet ihr nach Möglichkeit versuchen zu verhindern. So, die Bogenschützen. Richtig. Die können hier feuern. Geh du mal dahin. So, da können wir bauen. Du baust noch so eine Halle. Ah, vielleicht gerade nicht erweitern. Wieso geht denn da nichts? Also, okay, okay, okay. Passt. Oh ne, den. Wo haben wir hier noch Zeugs? Baller mal da rein. Wer ist das? Glorfindel? Keine Ahnung. Müsste sterben. Bald alles nur noch Ruine. Ich hoffe es. Ich hoffe es sehr. Ich hoffe es wirklich sehr. Katapult. Hau mal. Oh nein, ja doch. Gute Idee. Da. Sehr schön. Halle des Königs. Ja, dann finden einen guten Bauplatz. Echt jetzt. Okay, du hilfst da einfach. Jetzt kommen die Orks. Das sollte enorm helfen. So. Oh, der muss weg. Der hat hohe Priorität zum Sterben. Oh ja. Da sterben mir viel zu viele Bogenschützen hier. Und irgendwann habe ich dann keine mehr. Und dann wird's richtig böse. Ja, aber hier halten wir tatsächlich noch gut durch. Und das gefällt mir auch extrem gut. So, vielleicht ist Fornos tatsächlich gar nicht so schlecht. Zum Verteidigen. Geht's mal weg vom Turm da. So. Wir gehen dahin. Das zerstören wir noch. Das zerstören wir noch. Gollum, der ist mir jetzt auch ziemlich egal. Können halt nicht angreifen. So, ein Feind ist schon mal tot. Das ist extrem nützlich. Ich will aber mehr Bogenschützen haben. Also gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Ja. Okay. So, Grabunholde, Riesen rufen, einfach alles rausschmeißen, was geht. Vielleicht nicht ganz so viele von diesen Viechern ausbilden. Und dann noch ein paar Mühlen. So, jetzt müsst doch hier auch gleich vorbei sein, oder? Noldor-Krieger, naja, Hobbits, ja, richtig. Der hat ja Hobbits. Das muss ich verhindern. Dass der mit seinen Hobbitsen hier alles einnimmt. Das darf nicht sein. Sind die Orks noch am Leben? Nein, gut. So, hier baut er eine Festung. Riesenfestung töten. Now. Hier ist alles in Gefahr. Ends. Nee, komm. Nee, mit Ends machen wir hier nicht rum. Oh, Katapult. Okay, das macht ja mal gar keinen Schaden. Puh. Ah ja, ich brauche... Nein! Na, blöd, Baumeister. Wo ist denn der andere Baumeister? Du brauchst eine Dunkelstahlschmiede. Also ich brauche sie und du sollst die bauen. Komm. Da kann ich nichts bauen. Nein, ich bin blöd im Kopf. So. Da waren wir das. Wer lebt noch alles? Nur noch die Zwerge. Dann ziehen wir uns jetzt hier zurück, nachdem wir den getötet haben. Weil ich will ausrüsten. Damit können wir aufhören. Die können sich irgendwie nicht mehr bewegen. Die haben irgendeinen Bug. So. Die dürfen noch hier kämpfen. Du haust ab. Rogosch unbesiegbar. Ja, fast.
Fast, maybe, eventuell. So. Sehr schön. Dunkelstahlschmiede ist bereit, das ist gut. Wenn er mir ein bisschen Zeit gibt, kann ich nämlich ausrüsten. Und dann habe ich, dann kann ich Fornost noch besser verteidigen. Also das ist der Plan. Die kämpfen hier. Das Ding nehmen wir ein. So. Mir ist eigentlich egal. So, die hauen demnächst ab. So, die soll jetzt nur hier hin und her laufen und sterben. Weil die brauche ich nicht, die brauchen bloß Platz auf. Und tatsächlich will ich Numenor-Typen und Dingsbums haben. So, nochmal die Dunkelstahlschmiede erweitern, sehr schön. Das gehört uns. Rogash. Das lässt du mal bitte auch stehen. Wenn der Gegner zu wenig Geld hat, gibt er nämlich auf, dann kann man auch nichts mehr machen. Also da sollten wir auch ein bisschen vorsichtig sein, wie wir das jetzt machen. Weil ich bin schon ziemlich low. Das können wir zerstören. Hier, das Zwergending. Das verhindert nämlich bei mir einiges. Das muss ja nicht sein. An Einkommen. Ja, und dann machen wir Eispfeile. Dunkelstahlklingen. Nein, die kommt zum Schloss. Mach erstmal ein paar Bogenschützen. Verdammt! Ja, okay. Mist, schade. Blöd gelaufen. Okay. Aber wir haben nochmal verteidigt. Ist jetzt nicht super gelaufen hier. Schade. Sehr schade. Ausgesprochen schade. Ah. Zu spät. Und der hat gut Schaden gemacht. Der hat sehr guten Schaden gemacht hier. Da ist einiges gestorben. Und der wird nächste Runde wieder reinbringen. Wieso er da noch Leute hat, frage ich mich allerdings auch. Ja gut, ist nicht so schlimm. So, und wir haben ein Land erobert. Okay. Wir sind hier ausgebrochen. Sprich, ich versuche, so rumzugehen. Vielleicht hole ich mir noch Bruchtal. Aber ich versuche, so rum durchzugehen. Entweder hier über den Rothornpass. Das kann funktionieren. Dann Lorien, um die Zwerge zu vernichten. Und zeitgleich versuche ich hier durchzukommen. Jetzt bleibe ich mit Walda aber erstmal hier stehen. Obwohl, muss ich das? Ja, weiß nicht. Was kann hier kommen? Prinz von Tal? Ja, nö, brauche ich nicht. Ist in Ordnung. Halt! Vielleicht. Pforte von Rohan oder Rohan? Rohan. Geh mal Rohan, Rohan. Ja, Walda bleibt da. Ist in Ordnung. Können sie probieren, wie sie wollen. Ach du große Güte. Dass er das immer wieder versucht, hier wie heißt die Festung? Amonzu? Ist das, ah, nee, das ist doch nicht Amonzu. Nee. Wie hieß denn das? Wie heißt denn das Territorium jetzt? Khandum! Meine Fresse. Ich komme hier auf Amonzu. Ist ja komplett falsch. Aber dass er immer versucht, da anzugreifen. Und dann halt alleine. Ich meine, sie haben es zu dritt nicht geschafft. Jetzt versucht das alleine. Das ist halt auch... Nee. Eher nicht so, ne? So. Da schafft er halt nichts. So, Karsh, versuch's nochmal. Schön alles töten hier. Ich bin nicht mehr, was ich war. Ja. Das Gebäude ist fertig. Das ist Gollum. Der hat den Ring des Meisters. Bringt ihnen den Fluch der Ewigkeit. Lass die Trolle nicht sehen, Gollum ist mir jetzt auch ziemlich egal. Ich bekomme schon wieder Hunger. Ihr wartet auf, nee, das geht doch besser, oder? Ja, da war es doch. Da, bam, 51. Ich beneide sie um ihre Effizienz heißt das Wort. Effizienz. Ja, komm. Türchen auf. Und dann fertiges. Also, bei aller Liebe. Der ist ja da. Ich weiß, was zu tun ist. So.
Dann mach mal deinen Blitzstrahl. Kugelblitz. Schöner Schaden. So, Feuerball. Boom. Das Gute ist, der ist jetzt dann demnächst bald Stufe 10. Und dann hat er das Wort der Macht. Und das hilft halt extrem. Wenn er das Wort der Macht bekommt, das hilft halt wirklich extrem. Er hat's fast. Vielleicht kann man sogar da hochleveln. Wie viel Erfahrung gibt es, wenn er das tötet? Oh ja, den kriege ich jetzt auf Stufe 10. Also sieht zumindest sehr gut aus. Ich könnte es schaffen. Komm schon. Stufe 10. Bald haben wir's. Da fehlt halt wirklich nicht mehr viel. Und das ist dann richtig nützlich. Mit dem Wort der Macht kann ich arbeiten. Und Wort der Macht. So, das benutzen wir auch gleich mal. Mal sehen, ob es das Gebäude weghaut. Nice! Und es braucht nicht so lange. Also ich habe das Wort der Macht super selten benutzt. Ich kenne es aus Herr der Ringe 1, also Schlacht Mittelerde 1. Da hat es schon lange aufgeladen. 121 als Kill-Death-Ratio. Das ist schon sehr gut. Und da war es halt dann, ja, ne. Aber hier hat es jetzt gar nicht so lange gebraucht. Das ist gut. Also man kann es dann viel besser verwenden. Das gefällt mir sogar sehr gut. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.